herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Reckmeier, der Rock'n'Roll-Veganer aus Friesland. Und ich zeige euch heute, wie wir pulled Barbecue Jackfruit machen. Und zwar habe ich dafür Jackfruit aus dem, also ihr braucht grüne Jackfruit aus dem Asia-Laden, da bekommt ihr die, oder halt im Internet. Das sieht dann so aus. Seht ihr das? Sieht ein bisschen aus wie Gehirn. Da ich aber wirklich vor die Rezepte ausprobiere, ich habe das im Internet gesehen, weiß ich gar nicht, irgendwie bei einer australischen Seite, wie die das gemacht haben. Wir haben das zu Hause ausprobiert, es hat super lecker geschmeckt. Was Melanie und mich gestört hat, war halt, es hatte so einen Konservennachgeschmack. Dann haben wir uns überlegt, wie wir den rauskriegen, das zeige ich euch jetzt. Ich habe hierfür einfach den Sirup abgekippt, in dem die eingelegt sind, beziehungsweise das Wasser. Habe die sehr gut abgespült und habe jetzt hier Wasser, was schon mal gekocht hat, was auch richtig heiß ist. Genau. Das findest du lustig, ne? Nein. Also, ein bisschen Salz rein. Wer jetzt sagt, ich habe eh Blutdruckwerte wie so ein Dampfkessel, lässt das Salz einfach weg. Und jetzt lasst ihr das alles einfach für 20 Minuten einmal aufkochen. Reduziert die Hitze und lasst das so vorsichtig vor sich hin köcheln. Wird es dadurch ein bisschen wie die Frucht weicher. Und B, bekommt ihr diesen etwas sauren Konservengeschmack daraus. Und genau, was brauchen wir noch? Wir haben hier meines Erachtens eine der besten Barbecue-Soßen, also Fertigsoßen, die es gibt. Ihr könnt die natürlich auch selber aus vegan, gut schmeckt, gut kochen. Das ist eigentlich die beste. Aber die gefolgt davon ist Dirty Harry, die sehr, sehr gut schmeckt. Dann haben wir geräuchert. Das Paprikapulver, Kräutersalz und ein bisschen Habanero-Sauce, was wir gleich brauchen. Und wir sehen uns in 20 Minuten wieder. Ihr seht, es kocht jetzt. Stopp, Entschuldigung. Und jetzt reduzieren wir einfach jetzt und lassen das einfach so ein bisschen den Küchendeckel weg. Und wir sehen uns aber jetzt wirklich in 20 Minuten. Seht ihr, das Wasser hat jetzt quasi einmal 20 Minuten gekocht. Ich gieße das jetzt einmal ab. Das ist also im neues Wasser. Hab die Früchte da reingetan und jetzt einfach schnell neues Wasser. Zack. Klares Wasser und gebt die da nochmal rein. Also wie gesagt, ich fand den Geschmack einfach zu oder irgendwie. Der bei mir persönlich schmeckt wieder zu sehr nach Konserve. Jetzt so ein etwas ja, zitronig-metallischen Nachgeschmack. Und wenn ihr das so macht, ist es einfach so, dass ihr habt ihr die Weiche, es geht schneller, ihr braucht das nachher nicht mal so lange kochen lassen. Das ist ein Vorteil. Und B, ihr habt quasi den Geschmack auch daraus. Ne? Weil wenn ihr jetzt sagt, ja, aber wenn wir das so lange kochen und die ganzen Nährstoffe, ich lasse so eine Barbecue-Soße nachher so lang kochen. Von daher, ja, ist überhaupt kein Problem. Apropos Nährstoffe, Jackfruit enthält unheimlich viel Stärke. Ich muss gerade lachen, weil ich wäre fast nach hinten übergefahren. Ich hatte das Wochenende in Berlin. Genau, war da auf der Veggie World. Ich möchte mich nur bei allen bedanken, die ich getroffen habe. Wir sind ausgezeichnet worden, haben von der Gastronomischen Akademie Deutschlands die Silbermedaille fürs Backbuch einfach vegan backen bekommen. Und ja, das Wochenende war ziemlich hart und ja, das steckt einem, nicht einem, steckt mir halt noch ein bisschen in den Knochen. So, wir lassen das jetzt nochmal aufkochen, lassen das einfach nochmal 10, 15 Minuten kochen. Und danach fangen wir an, was wir uns schon mal rausholen können. Es hat eine Pfanne, die stelle ich schon mal auf und gebe da einfach ein bisschen so 20, 30 Milliliter Öl. Rapsöl gebe ich dann in die Pfanne und wir sehen. So, nach weiteren 10, 15 Minuten seht ihr auch wieder, dass das Wasser so ein bisschen rötlich ist. Die sind jetzt, sag ich mal, schön weich. Nehmen die Frucht jetzt raus. Zu
zwischenzeitlich habe ich die Pfanne aufgesetzt. Was wir jetzt hier machen, ist das wirklich gut abtropfen lassen, da wirklich ordentlich Öl rein. Schön bedecken den Pfannenboden. Und vor allen Dingen, ihr habt hier wirklich eine glutenfreie, sojafreie Alternative, die wirklich sehr, sehr lecker schmeckt und auch gesund ist. Ich habe ja gerade erzählt, viel Kalzium, viel Stärke, Vitamin B und vor allen Dingen wirklich auf 100 Gramm irgendwie 23 Milligramm. Ist nicht so der Burner, aber halt schon kalziumhaltig. Sobald das Fett heiß ist, hier bei der Keramikpfanne von Ballerini, kann man das ganz gut sehen. Hier ist das Brot, also die ist heiß genug. Und dann geben wir das einfach ins Öl. Sag mal, das war natürlich die Jackfruit und nicht das Fleisch. Muss ich noch einen Moment gedulden, dann ist es gleich fertig. So, und lassen die Jackfruit jetzt schön von beiden Seiten braun anbraten. Nachdem wir das jetzt von beiden Seiten hier schön goldgelb angebraten haben, geben wir jetzt die Barbecue-Soße von Dirty Harry da ein. Und löschen das Gras damit ab. Machst du fein. Das machen wir jetzt bei allen.
Und dann, und so soll das dann aussehen. Wer jetzt ganz schwache Nerven hat, so wie ich, der nimmt sich einfach so einen Kartoffelstampfer und stampft das einmal durch. Und hat dann hier, guckt euch das an. Das sieht aus wie, ja, als hätte man da so, seht ihr das? Als hätte man da Fleisch gezogen. Super lecker. Lässt sich wunderbar jetzt wegtun und für morgen vorbereiten. Wer sich jetzt wundert, warum ist es auf einmal Nacht? Warum sieht der Bart anders aus? Wir waren gerade schnell beim Friseur. Denn auch ein Jürgen Meckmeier gibt sich der Bartpflege in. Und guckt euch das an. Und das kommt jetzt hier auf so ein schönes, oh, so ein schönes Brötchen. Schaut euch das an. Lecker. Leckerchen. Das sieht gut aus, Melanie, oder? Das sieht lecker aus. Ich freue mich da schon drauf. Ja. Pult Barbecue Jackfruit. Mein Name. Tata. Leckerchen. Mein Name ist Jürgen Meckmeier. Der Rock. Veganer aus Gernsfriesland und kocht das nach. Wir süßen.